Every day I'm shuffling. Und es ist morgen. Hallo. Und nach einer verlängerten Folge von gestern kommt heute die Kurzfassung. Also, macht's gut. So, wir haben jetzt beide einen Enderman angesehen. Der kommt heute Nacht und holt uns. Beide. Das ist der Boogeyman. Kommen heute Nacht beide. Da war doch was. Da hat sich was bewegt. Ach, das bist du. Spacko. Wo habe ich denn jetzt die Kohle gesehen? Ja. Da. Wenn du das wüsstest. Ich weiß es. So, hier sind Hühnchen. Überall ist hier Wasser und jede Menge Höhlen und so, ne? Also hier ist ein gutes Gebiet mit Höhlen. Bezirke. So, wir waren eigentlich dabei, irgendwas zu bauen. Ja, oben warst du noch dabei irgendwie. Lass mich und dann finde ich, müssen wir auch vielleicht sogar in dieser Folge noch damit fertig werden, damit wir eventuell in der nächsten Folge dann meine Höhle erkunden können. Ja, fertig werden ist was für Anfänger, Mann. Du musst das künstlich in die Länge ziehen. Einfach nicht fertig werden. Noch 3 Spots. Ja. So, sind hier die Ende? Geliebte Fischer. So, das war's jetzt, damit wir es in dieser Folge gesagt haben. Das prophylaktische. Genau. So, hier muss natürlich. Oder wir müssen uns hier. Ah, das wäre zu krass. Wir müssten uns von hier einen Kellerdurchgang bauen, bis in eine Höhle rein, ey. Naja. Das wäre ein bisschen krass, oder? Challenge accepted. Bekommst du die 3? So. Ja. Flachdach, ne? Oh, was? Ich dachte schon hier, wir wurden angegriffen oder so. Ich wurde gerade angegriffen von mir selbst. So, möchtest du noch so, hier ich unsere... Ich weiß gar nicht mehr, wie man Kuchen macht, ey. Nee, aber du könntest mal unsere Betten hinstellen. Ich mach mir erstmal Flügel hier. Und wir benutzen noch Glas. So, Glas habe ich hier schon drin. Und zack. Dann Fenster. Wir brauchen Fenster. Wir brauchen Eier. Eier brauchen wir. Eier. Sieht sehr gut aus. 3er, ne? Ja, machen wir 3er. Wir brauchen Essen für eine Erkundungstour vor allen Dingen auch. Ja, das ist richtig. Aber wir haben Federn und wir haben Holz. Ich, Sticks, da würde ich sagen, mache ich mir doch gerade mal einen Bogen, wa? Wie ging der nochmal? Oh, Christ, ne? Ich nehme genau den. Unser Haus ist total verbuggt. Die Wieso? Fenster gehen in... Ach, egal. Was denn? Nee, das ist... ist schon okay. Das Dach hier, oder was? Wegen des Daches? Ja. Weil das Fenster sozusagen im Dach ist. Es ist halt ein Dachfenster. Ist ja nicht verkehrt. Das geht ja. Gibt es ja. Wie nennt sie die? Wie heißen die Velux-Fenster oder so? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie war nochmal Bogen? Bogen ist Sticks im Dreieck und dahinter 3 Fäden. 3 Fäden, ah, okay. So eine Spitze nach rechts zum Beispiel, oder? Ja, ich weiß schon. Nee, ich weiß doch nicht. Was? Hier kann ich dich. Kann ich noch ein bisschen romantisches Licht hier anbringen? Welche Richtung? Möchtest du aus dem Fenster raus? Also nochmal? Hier im Dreieck? Machen? So ein Dreieck machen? Ja. Also zwischen oben, also oben Mitte, Mitte rechts, Mitte unten und links davon 3 Threads, also Fäden. Oder das Ganze gespiegelt, ich weiß es nicht ganz genau. Ja, das funktioniert nicht.
Also oben Mitte, links Ein Mitte. Stick, ne? Ein Stick. Ja, ein Stick, ein Stock. Ich habe jetzt obere Reihe Mitte, mittlere Reihe links, untere Reihe Mitte. Und dann ganz rechts von oben nach unten Federn. Aber das funktioniert nicht. Was war nochmal dein Plan mit hier und so? Also mein Bett schaut jetzt, ich schaue jetzt, oh ne, es haut noch gerade so hin, ne? Ja, doch. Ich dachte, ich schaue gegen die Wand. So, gib mal kurz die Ingredienzien kurz für mich. Ach, hier sind zwei Fäden. Kannst du mir nochmal einen Faden geben? Dann probiere ich mal einen Bogen zu machen. Ach, leck mich echt. Ja, fuck you. Du benutzt Federn, du Ich Spackung. Hab da kein... Ich hab doch kein Deckschöpfer. Ja, Mann. Das fehlt einfach nicht. Wieso kriege ich aus den Federn und keinen Bogen? Ich warte, bis Nacht ist und dann würde ich sagen, so willst du? Was? Ja, wie sonst? Einen ich dachte, deswegen hab's ja... Das macht alles keinen Sinn. So. Verstehe ich nicht. Man kann es nicht an die Wand stellen, ne? So, ein Bett. Ja, und gegenüber das andere. Zack. Und jetzt können wir hier unsere Kästen hinstellen. Tick, tick. Jeder hat einen Nachtschrank. Das ist doch total doof, so zu schlafen. Oder? Da können wir lieber ein Doppelbett draus machen. Ja, das geht auch. So irgendwie, keine Ahnung. Warte. In welche Richtung wollen wir gucken? So, ne? Jo. Und dann hier irgendwie an die Seite die Kisten. Haben wir irgendwo, wo haben wir denn Kisten? Ach hier. Chest. Also ich hab meine hier. So irgendwie. So, ne? Dann bräuchtest du noch welche? Hast du noch, hast auch zwei Kisten? Ne, warte. Yippie! So, haben wir schon wieder 30 Minuten Folge um? Ich mache kurz den Kackstift hier weg. Nee, 7 Minuten. Ah, müssen wir eigentlich schon abbrechen jetzt, ne? Abro. Ja. Das aussieht bestimmt total. Naja, du weißt schon, ne? Gut aus. So, ich nehme mal ein Hähnchen. Wir benutzen noch gar nicht unsere Öfen, ne? Noch nicht. Oh, 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 oh. Mhm. Hast du da gegenüber hingehauen? Die Kisten? Hier so. Jung, jung, genau. Nimmst du das rechte oder das linke Bett? Rechts, ne? Wie schlafe ich denn jetzt? Muss ich mal überlegen. Jetzt schlafe ich rechts. Ja, dann schlafe ich rechts. Okay. Nee, warte, bevor ich schlafen lege. Mach ich hier noch eine Spinne frisch. Ist hier ein Spacko? Masterplan. Ich sehe, dass wir gleich sterben werden. Ich sehe Zombies. Wo ist eigentlich der Enderman? Ey, sonst sind hier so viele Spinnen, ne? Und warum leuchtet es da hinten? Ist da Lava? Es sind hier nur Bogenschützen. Ist da hinten Lava? Da ganz hinten, ach, das kannst du wahrscheinlich gar nicht hinsehen, ne? Das wäre natürlich interessant, wenn da Lava wäre. Bogenschütze. Da ist ein Loch. Hallo. Nur Bogenschützen, Alter. Trottel. Das war aber nicht hoch genug. Ja, ist irgendwie komisch, ne? Wenn man jetzt mal einen Faden haben will, kriegt man keinen. Und wir wurden noch nicht vom Enderman angegriffen. Da hinten sehe ich Creeper. Bogenschützen. Oh oh. Creeper. Jede Menge Creeper. Und eine Spinne hier am Wasser. Mit 2000 G.
Gegnern. Oh. Oh. Nicht mit mir. Oh. Ich habe ihn gehört. Bist tot, ne, Lippe? Wow! Wow! Ich hab's gehört bei dir. Der hat mich überrascht, der Vakro. Ah, diese Penner, wieso machen die meine Insel kaputt? Hast du den Faden? Yes. Yes, Sir. Verstanden. Ich mag das nicht, wenn die meine Insel kaputt machen. Ja, komm, komm. Brauch noch einen tieferen Teich zum Angeln. Komm her. Willst du ihn zu mir locken oder was? Ja, Schießpulver. Mein Schwert geht aber gleich kaputt. Oh, ich hab zwei Bögen. Ja, toll. Was ist das denn, Mann? Ja, die haben. Die Gegner droppen auch Gegenstände manchmal. Hier. Dein Bogen. Brauchen da gerade den Quatsch. Toll, ey, alles um so. Naja, aber falls wir. Aber wir können dann Pfeile noch produzieren aus Flint und aus Federn und aus Stick und so. Wir können Pfeile produzieren. Produzier mich nicht, Prestige. So, wir brauchen aber von hier noch irgendwie einen einfacheren Aufstieg. Ja. Pass auf, Creeper. Wo? Auf den habe ich doch gezielt. Wah! Du hast jetzt zu mir geschossen, ey. Ja! Was denn? Ich hab nur auf den Boden geschossen. Ich hab fast getrommelt. Ja, das wär... So, da oben ein Zombie und da kommt ein Creeper. Kommt er? Ich will das Loch gerade zumachen. Das ist mir das Beste, man arbeitet und dann. Macht er meine Insel kaputt! Man arbeitet daran, dass das ja alles schön ist und dann. Macht so ein verdammter Creeper meine verdammte Insel kaputt. Warum macht er das? Was habe ich ihm getan? So, wo ist der Bogenschütze? Der war doch auch noch hier irgendwo. Ich habe aber keine Pfeile mehr, glaube ich. Ah, man kann den Pfeil nicht ausweichen, ne? No, schwierig. Glaube ich. Es wird wohl möglich sein, ne? Aber... Keine Ahnung. Aber die Haie. So, was sagt die Uhr? Jetzt sind aber schon wieder 12 Minuten oder so. Wo bist du? Vor der Haustür. 13,5. Und jetzt habe ich kein Dings mehr. Hier vorne ist auch ein Bogenschützen, den ich wegzwirbel. Ja, und da liegt noch ein Creeper. You can only sleep at night. Ja, können wir auch wach bleiben, ey. Wow. Ach so. Ja, ich bin tot! Hilfe! Wo bist du denn gestorben? Ja, ich war zu gierig. Ich wollte was aufheben. Boden? Ja, da, wo sie alle sind. Lass schnell schlafen. Bist du hier? Links oder rechts? Geradeaus. Ich finde hier nicht mehr raus aus unserer Wohnung. Genau da, wo das... jetzt genau bis nach rechts. Ich komme gerade hinterher. Warte, ich hol mir das. Oh. Das Beste ist ja immer, dass sie sich ja gegenseitig immer alle umbringen. Und bist du da? Ja, ich bin gerade da. Aber die können natürlich auch die Gegenstände kaputt machen, ne? Das ist ein bisschen fatal.
So oft wie wir in dieser Folge gestorben sind, ey, ist gar nicht. Hinter dir ist ein Creeper. Ich habe eine Schaufel in der Hand. So, zwei Pfeile. Oh, ich habe gerade Schiss gekriegt. Weil ich das nur gehört hatte und dann war ich gerade im Menü. Ich komme nicht raus dem Menü. Ja, aber echt. So, wir müssen jetzt hier mal einen Cut machen. Ja. Digga. Okay. Mach mal einen Cut, Digga. Okay, dann machen wir einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.